Hallo alle zusammen und willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video. So, jetzt geht es mal nicht um außen, sondern jetzt sind wir mal drin im Auto. Und zwar geht es um das Navigationssystem von Garmin. Das ist jetzt der Teil 2. Im ersten habe ich euch ja ein paar Sachen dazu gesagt. Und im zweiten Teil erkläre ich euch einmal ein paar Sachen. So, als erstes zur Seite ist ein Knopf. Da machen wir das gute Stück einmal an. So, ihr seht jetzt, und ich hoffe ja, dass man es anständig sieht man einmal hier vorne, einmal die ganz normale Ansicht, wenn man quasi ganz normal fährt. Dann gibt es einmal hier die Explorer-App, die ist etwas detailgetreuer. Man sieht jede Straße hier, jede einzelne. Wie gesagt, ich hoffe ja mal, dass man das anständig sieht. So, dann gehen wir einmal zurück in den Hauptbildschirm und dort seht ihr ja sehr wahrscheinlich verschiedene Sachen. Hier steht einmal Stopp, Zieleingabe, Längs- und Seitenneigung, Trackaufzeichnung, dann einmal, ich muss selber gucken, das ist hier einmal Höhenmeter, Barometer und Kompass. Da kann man auch soweit nichts dran verstellen oder weiter zufügen. Das ist leider so vorprogrammiert. Das geht leider nicht anders. So, dann haben wir hier einmal alle Campingplätze, die es hier so im Umkreis gibt. So, er lädt gerade. So. Genau. So. Dann haben wir hier einmal die Einstellung, wo man sämtliche Sachen einstellen kann. Das Schöne daran ist natürlich alles schön mit Touch. Man kann also ordentlich während der Fahrt auch dran rumfummeln, ohne dass man irgendwelche Sachen macht. Das gute Stück hat auch Spracherkennung, was eine ganz feine Sache ist. Dann, was man auch machen kann, ist einmal hier ganz normal die Telefonverbindung über Bluetooth mit seinem Handy machen, was auch super funktioniert. Dann einmal hier Updates, Karten für, oder besser gesagt, Kartenupdate und Softwareupdate. Er schaut gerade nach, ob es irgendwelche Updates gibt. Das unterbreche ich jetzt einfach mal, weil es ist auf jeden Fall, was das Datenvolumen angeht, nicht zu unterschätzen. Wenn das gute Stück mal ein Kartenupdate macht, dann sind wir auch mal schnell 17, 20 GB weg. Was haben wir dann noch? Und zwar, was immer ganz witzig ist oder ganz geile Sache ist, zum Beispiel ist diese Einstellung. Und zwar ist das dafür da, dass man zum Beispiel im Gelände die Neigen- und Seitenwinkel sieht. Ich, ganz ehrlich, ich benutze diese Einstellung im Grunde genommen nur für, ob ich gerade stehe. Wenn ich irgendwo hinfahre und will da übernächtigen, da benutze ich im Endeffekt nur das gute Stück, ob ich es dann wirklich, ob das Auto gerade steht. Nicht, dass ich aus dem Bett falle nachts. Das kann man ganz normal kalibrieren, falls man das ganze Stück, ich sag mal, hier so bewegen will oder so. Ne? Das kann man machen. Kalibriert man einmal, wie gesagt, ganz normal, dann zeigt er wieder auf 0, weil jedes Mal ist ja unterschiedlich, wie man das Navi einbaut. Dann, was ich immer benutze, ist einmal hier die Trackaufzeichnung. Sobald man losfährt, drückt man einmal auf Start und dann fängt er an, alles aufzuzeichnen. Das ist eine feine Sache, vor allem, wenn man wirklich im Nachhinein seinen Track einmal folgen möchte, wo man lang gefahren ist. Und das Schöne daran ist auch noch, wenn man andere Garmin-Geräte hat, kann man diese hier mit verbinden und die kommunizieren dann miteinander. Das ist eine feine Sache. Dann, was auch immer eine geile Sache ist, ist zum Beispiel, was habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, wenn man jetzt in die Explorer-App reingeht, dann geht man auf Bibliothek und dann zeigt er, wie gesagt, einmal die Routen ein. So. Und dann sieht man, wo man lang gefahren ist. Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Schweden letztes Jahr. Dann zeigt er genau einmal, wo ich lang gefahren bin. Das ist eine feine Sache. Und das ermöglicht zum Beispiel im Nachhinein die Tour nochmal zu fahren, wenn man das möchte. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Das, muss ich sagen, ist eine geile Sache und gefällt mir auch. Und das Einzige, was ich so ein bisschen an der ganzen Situation doof finde, bin ich ganz ehrlich, ist, dass ich keine Apps zufügen kann. Ja, also das Ding hat, wenn man jetzt, ich muss mal immer schauen,
was für Apps es alles gibt. Sekunde, ich schaue mal einmal nach. So, ne, hier war das. Das ist es auch nicht. Ich muss gerade selber noch mal schauen, wo das ist. So, wo war das? Hier. Ne, man kann auch zum Beispiel sein Fahrzeugprofil eingeben. Das ist eine ganz feine Sache. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Auto. Warte mal, was steht da? Ach so, da kann man die Höhen, Längen, Gewichte und solche Sachen alle eingeben. Das ist eine feine Sache, wenn man zum Beispiel größere Fahrzeuge hat, LKW, Wohnmobil oder sonstige Sachen, dann kann man dort auf jeden Fall viel besser nach navigieren, weil er errechnet sich dann quasi die Route anhand der eingestellten Daten und das ist dann halt der Vorteil, dass man vielleicht über manche Brücken ja nicht fahren darf und bevor man da steht und irgendwie drehen muss, ist das eine feine Sache. Dann, wie gesagt, sind hier die ganzen Apps, eine oder einige davon, was er halt so machen kann. Und dann hat man halt, wie gesagt, hier die Explorer. Da stehen dann auch ein paar Sachen drin. Das ist, wie gesagt, hier Campingplätze, Fahrzeugprofil, Karte, Rückansicht, wenn man zum Beispiel eine Rückfahrkamera hat. Da gibt es auch eine von Garmin, die funktioniert über Bluetooth. Da braucht man gar kein Kabel ziehen nach vorne hin. Spracheingabe ist auch eine feine Sache, weil man ja zum Beispiel, wenn man irgendjemanden anrufen möchte und nicht gerade möglich ist, darauf rumzutippen, kann man das auch machen. Das funktioniert auch recht gut. Gut, in meinem Lader jetzt relativ semi-geil, weil es doch sehr laut in meiner Karre ist. Und deswegen funktioniert das ein bisschen schlechter. Wie gesagt, das, was halt nicht so schön ist und was ich leider nicht so toll finde, ist einfach, dass man keine, ich sag mal, Apps dazu buchen kann oder besser gesagt mit zufügen kann, was zum Beispiel dann über Park4Night oder da gibt's, das ist jetzt die berühmteste auf Deutsch gesagt, die ja viele kennen, aber es gibt halt noch etliche andere Apps, wo Leute quasi drauf sind, wo man sich dann miteinander kommunizieren kann, wo man dann Tracks abstecken kann und sonstige Sachen. Und das ist, wie gesagt, das Hauptproblem. Das geht mir so ein bisschen leider auf den Keks, dass man das nicht so machen kann. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, was ich eher unwahrscheinlich glaube. Aber ich hoffe ja mal, dass ich da irgendwann mal das Glück habe, dass ich da noch weitere Sachen zufügen kann. Was eine feine Sache ist, ist Campingplätze. Das muss ich sagen, ist eine geile Sache, weil man, wenn man dann doch mal irgendwo ist und man kennt sich nicht aus, kann man ohne weiteres hier alle Campingplätze eingeben. Auch das Touch funktioniert einwandfrei, auch im Gegenlicht, was mit der Sonne angeht, ist das eine super Sache. Und dann kann man halt, wie gesagt, das einstellen und dann sieht man halt, zum Beispiel, wenn ich das jetzt etwas kleiner mache, so, jeder quasi blaue Punkt im Endeffekt ist dann irgendein Campingplatz, irgendeine Entsorgungsstation oder. Und das klappt auch, wie gesagt, überall anders. Ne? Also nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde genommen weltweit. Und das ist halt das Feine an dem ganzen Gerät. Und man kann es locker auch von der Ladestation abnehmen, was auch eine geile Sache ist. Und kann, wie gesagt, dann rausgehen. Man kann es dann abends in sein Zelt, oben in seinem Dachzelt zum Beispiel, kann man dann die Route abstecken, mit Hilfe halt dem Handy und dem Garmin. Und dann kann man für den nächsten Tag gewisse Routen planen. Das kann, wie gesagt, noch unzählig an oder unzählige Sachen mehr. Aber für meinen Begriff, sage ich jetzt mal, oder für mein Verständnis reicht das völlig aus, das, was es kann. Man kann, wie gesagt, oder es hat viel mehr Potenzial, als man glaubt. Aber für das, was ich halt benutze, oder besser gesagt, was ich vorhabe und mache, reicht das völlig aus. Ich wollte halt kein großes Tablet haben, weil mich halt so ein bisschen die Sicht hier hin ein bisschen abschneidet, weil das ist ja dummerweise halt nicht sehr hoch hier zum Spiegel. Und wenn ich hier einen 7 oder 8, 9, 10 Zoll Tablet stehen habe, sehe ich zwar mehr, aber das Problem an der ganzen Sache ist dann, dass ich halt die Sicht ein bisschen schlecht habe. Aber wie gesagt, das ist so das Grobe und Ganzen, was ich so habe. Und wie gesagt, wenn euch das Garmin gefällt, dann könnt ihr euch das gerne bestimmt mal im Internet, gibt es so manche Videos, wie es auch genau erklärt wird.
Ich bin auf das Garmin gekommen, im Endeffekt über 4x4 Passion. Da hat der Carsten das einmal vorgestellt und ich habe mich da mal ein bisschen mit befasst und ich muss sagen, das ist top. Ich habe das jetzt insgesamt, ich glaube, insgesamt anderthalb Jahre müsste ich es jetzt haben und ich muss einfach wirklich sagen, es ist eine richtig geile Sache. Es funktioniert und man sieht die halt, wie gesagt, die ganzen Sachen, die man einstellen kann und auch die ganzen Apps, die es gibt. Wie gesagt, schade ist halt, dass gewisse Sachen nicht nahezu oder dazu zu fügen sind. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks, aber das habe ich schon gesagt. Und ja, ich würde einfach sagen, schaut es euch noch an, das Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Video.